Erste, was wir wissen wollten, was war eigentlich der erste Gedanke beim Wort Seestadt zur Freiraumplanung bei Ihnen? Also die ersten Gedanken waren, wie ich die Pläne gesehen habe, jetzt einmal, habe ich gedacht, ordentlich dicht. Also sozusagen eine große Herausforderung, weil wir haben es dort in den öffentlichen Räumen, zumindest dort, wo wir planen, in den Wohnbaubereichen mit sehr hohen Dichten zu tun in der Architektur. Das heißt, da werden recht hohe Häuser sein und es werden Sammelgaragen sein und dann gibt es eben Bauplätze, die sehr dicht sein werden. Und ich dachte, okay, das wird eine große Herausforderung sein, da eine gute Qualität zu schaffen. Das war einfach mal. Und gut, das Zweite war natürlich gut, dass es einen großen fixierten Freiraum wie diesen See gibt, der sozusagen nicht verbaut werden kann, dass im Gegensatz zu diesen dichten, geballten Gebieten ein großer Freiraum überbleibt. Soll der See irgendwie für die Seestadt genutzt werden, oder? Also finde ich auf jeden Fall. Ja, das sollte interaktiv, die Bewohner sollten da auch Bereiche meiner Meinung nach haben, auf die sie zurückgreifen können. Also sollte es einen Randbereich geben, wo die Bewohner der umgebenden Gebiete ein bisschen was machen können. Und dann sollte es aber auch einen eindeutig definierten öffentlichen Bereich geben, wo den alle nutzen können. Alle. Wie kommen Sie eigentlich auf diese ganzen Ideen, zum Beispiel jetzt die Freiraumplanung der Aspernseestadt zu übernehmen? Beziehungsweise haben Sie dort schon bestimmte Pläne, die Sie uns verraten könnten? Also die Ideen sind sehr verwoben mit den ökonomischen Zwängen eigentlich. Also man ist als Planer, ist es nicht so, dass man einfach alles machen kann, sondern man ist gerade so bei den Wohnbauten, in dem Fall machen wir halt den Wohnbau dort. So haben sehr, Sie Vorgaben bestimmt, ne? Genau, da hat man sehr rigide Vorgaben. Ich habe Vorgaben, finanzielle Vorgaben, einen Quadratmeterpreis. Ich habe aber auch Vorgaben von den anderen Planern, mir wird viel von den Architekten vorgegeben, es kommt aber auch viel von der Haustechnik dazu und dann muss man halt schauen, wie man sich in diesem abgesteckten Rahmen kreativ bewegt. Dann muss man Lösungen finden, wie man alles unter einen Hut bringt. Also es geht eher darum, mal zu schauen, mit wenig Mitteln möglichst viel zu machen. Das ist eigentlich das Credo. Jetzt haben Sie es eh schon angesprochen, dass ziemlich viele an dieser Planung beteiligt sind. Gibt es da noch mehr oder ist das wirklich nur Ihre Agentur? Nein, da gibt es ganz, ganz viele. Also es gibt einmal 3 Büros, 4 Büros, Landschaftsarchitekturbüros, die jetzt einmal intensiver involviert sind. Das ist eben unser Büro, dann ist es das Büro Raik Barosch, das ist im 2. Bezirk, dann ist es das Büro Plansinn, das ist im 4. Bezirk meines Wissens nach und dann gibt es noch die 3:0, die sind im 2. Bezirk, die machen dann den ganzen öffentlichen Raum. Und wer kümmert sich in dem Fall, wie Sie schon vorher angesprochen haben, über Freizeitmöglichkeiten und den See zu nutzen? Das, also die Anlaufstelle sicher für alle Sachen ist die 3420er. Das ist die, sozusagen die Hauptorganisation, die das Ganze umsetzt. Und die sind in Verhandlung mit dem Landschaftsarchitekten, der die Seestadt machen will. Dazu gleich, wissen Sie irgendwas über Planungen für Jugend zum Beispiel? Für die Jugend. Für die Jugend. Hat man also dort? Ich glaube schon, es gibt dort ausreichend umgebende, es ist so, dieser öffentliche Raum, diese Ringstraße, die begleitet die Wohnbauten, die hat bestimmte Abschnitte. Und zwar es gibt einen Abschnitt, wo es sehr viel Wohnbebauung gibt und dort spiegelt sich dann die Wohnbebauung, die hinten drinnen ist, spiegelt sich im öffentlichen Raum wieder. Das heißt, dort wo Wohnen ist, ist vorne auf der Ringstraße ein Angebot für Jugendliche. Also Spielplätze, Spielflächen und so weiter. Also dann, das hat man schon sehr gut gedacht, sich das zu überlegen. Abseits im Endeffekt, es gibt in den EPK-Flächen, also in diesen gewidmeten Flächen, die Parks sind auch Sportwidmungen und so weiter, aber ich weiß nicht, ob es wirklich schon so weit detailliert ist, dass man sagen kann, da kommt zum Beispiel ein Skaterplatz oder ein Basketballplatz, das weiß ich nicht.